So, mitten im Sandcrawler waren wir stehen geblieben. Bei Lego Star Wars. Wir müssen das jetzt gerade mal hier rüber schieben. So, damit wir hier C3PO mal rausholen können. Und da hinten kommt er schon an. Das müssen wir ihn ein bisschen beschützen, bevor sich die ganzen Jawas auf ihn stürzen. So, ich schiebe ihn mal darüber, damit wir schnell da an diese Konsole hinkommen. So, schnell, 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 bevor die Jawas kommen. Verdammt, Mistviecher. Und dann immer so unschuldig rumlaufen mit den Händen auf dem Rücken. Mann, oh Mann. So, nächster Versuch. Schnell. Oh, gerade so geschafft. Und da kommen die Jawas schon wieder. Oh, ja. So. Ah, geldtechnisch sieht es auch wieder super aus. Bis auf meine kleine Schwächephase in Episode 3 läuft es jetzt echt. Ne, in Episode 2 war das. Läuft jetzt echt wieder gut mit unserem Warn-Digi-Status. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. So, hier können wir den nächsten Droidenfreund zusammenbauen. ASP-Droide ist es, glaube ich. Keine Ahnung, so genau weiß ich das auch nicht. C3PO, komm her. Jetzt hoffen wir mal, dass keine Jawas kommen. So, hier gibt es nochmal extra Geld und ein paar Einzelteile. Um den nächsten Droiden zusammen zu basteln. Und noch ein Tausender. Klasse. So. Dann sprengen wir hier mal die Dinger und dann kommen wir endlich wieder ins Freie. Allerdings, ja, der Nachteil ist, wenn man wieder im Freien ist, dass wir es wieder mit diesen blöden Tastenräubern zu tun kriegen werden. Da kommen sie schon herangerutscht. Nicht heute, mein Freund. Wow. Hier waren 2000er drin. Es lohnt sich immer, diese sozusagen unsichtbaren Stellen zu erkunden. Da ist ja noch einer. So, jetzt nicht mehr. Ah, hier sind wir genau. Diesen komischen Schlammtümpeln da, in denen man übrigens umkommt, wenn man reinläuft. Also deswegen lassen wir das Zeug auch gleich mal ab. Dann kümmern wir uns um die Kollegen da hinten. So, das ging schnell, aber da oben kommt schon der nächste Trupp. Oh Mann, wie viel gibt's denn von dem? So, schnell das Brückchen für C3PO bauen. Dass er auch da hochkommt. Wir wollen hier keine Droiden diskriminieren, bloß weil sie nicht einen halben Meter hoch laufen oder springen können oder hüpfen oder was auch immer so. Kommen wir irgendwie da hinten hoch? Ne, da kommen wir, glaube ich, bloß mit R2D2 hin. So, was schießt denn jetzt hier noch auf uns? Ah, vielleicht die da oben. So, das war's. Die schießen nicht mehr. Jetzt dürfen wir nicht in diesen Tümpel da reinfallen, das wäre äußerst dämlich. Ja, kommen wir hier nicht hoch? Ja, scheiße, jetzt bin ich reingefallen, verdammt. Kommen wir hier nicht hoch? Ja, super. Ich glaube, ich lasse mal das Zeug vorher ab. Oh Mann, ist der langsam. Das merkt man immer wieder aufs Neue. So. Wasser wird abgelassen oder Schlamm oder was auch immer das darstellen soll. Wir kriegen noch ein bisschen Geld und können hier hoch und kriegen das nächste Minikit. Cool. Ist hier hinten noch was? Nein. So, kommen wir jetzt hier irgendwie einigermaßen. Nee, wieso sollten wir jetzt hier hochkommen? Ist ja auch nicht anders jetzt. Ich glaube, da muss man das Ding da drüben in die Luft sprengen. Naja, dann machen wir auch das erst im freien Spiel. Schade, aber so ist es halt. Immerhin kommen wir hier hoch. Und haben immer noch nicht den Warn-Jedi-Status. Der lässt heute ein bisschen auf sich warten. Liegt vielleicht auch dran, dass wir dauernd von diesen Drecksteilen
Kastenräubern attackiert werden. Da kommen noch mehr, Gottes Willen. Naja, so, jetzt ist schon Ruhe. Vermutlich brauchen wir 60.000. Das würde Sinn ergeben. So, jetzt müssen wir da irgendwie rüberkommen. Dann organisieren wir uns doch mal eine Art Brücke. Zum Beispiel dieses Drachenskelett hier, das zufällig in der Wand rumhängt. Und da hinten ist ein Minikit. Mal sehen, ob wir da schon hinkommen. Ihr seht es da unten in der Felsspalte, links unten im Bild. Wow. So, das hieße, wir hätten den wahren Jedi-Status jetzt. Ne, halt. Demnächst. Ich schieb mal kurz das. Oh, noch mehr Tastenräuber. So, aber damit kriegen wir ihn jetzt. Oder? Oder? Ja, aber es waren irgendwie 59.600. Komisch. So, wie kommt... Ja, so nicht. Nein. Verdammt, wie kommen wir da drüben hin? Ich glaube, wir müssen da drauf. Ja. So, schnell Minikit holen. Und weiter geht's. So, das Geld da oben brauchen wir nicht unbedingt. Dann bauen wir uns hier eine Brücke. Und C3PO. Lässt für uns das Zeug hier ab. Interessant auch, dass das, was abgepumpt ist, weiß, also so bläulich ist. Während das, was im See sichtbar ist, so braun ist. Naja. So ist das halt auf Tatooine, nicht wahr? So. Dann noch ein bisschen was. Für den Umweltschutz. Ein paar Bäumchen pflanzen. Wobei ich das Klischee normalerweise absolut nicht mag, dass die ganzen Umweltaktivisten so blöde Baumpflanzer sind. Das ist absolut nicht so. Wenn man das ernsthaft macht, ist das echt eine klasse Sache. Hä, irgendwie verschwindet hier das Geld die ganze Zeit. Hier ist gerade die ganze Zeit das Geld verschwunden, wenn wir es... Bevor ich es aufheben konnte. So. 1, 2, 3, 4. Kriegen wir noch irgendwas dafür? Nein, kriegen wir nicht. Zu schade. Aber jetzt haben wir wieder gut Geld gesammelt in den letzten zwei Leveln. Können wir jetzt mal wieder auf Shopping-Tour gehen. So, bauen wir mal eben diesen Blitzer hier zusammen. So. So muss das sein. Ah, und da hört man schon das vertraute Schreien dieser Reittiere von den Sturmtruppen. Ich weiß gar nicht, haben die Namen? Keine Ahnung, diese Grünen. Ihr werdet es gleich sehen. So. Bevor wir jetzt hier zu dem Haus gehen, gucken wir mal noch sonst ein bisschen in der Gegend rum. Weil bei dem Haus ist dann schon das Finale des Levels und da wollen wir jetzt noch nicht hin. Ups. Wir bauen uns erstmal noch so ein zweites Teil hier. Weiß der Geier, für was wir das brauchen. Vielleicht, wenn wir das erste irgendwie versenkt haben. Keine Ahnung. Ah, und hier, wenn man diese silbernen Dinger hier in die Luft sprengt, kann man was ganz Nettes zusammenbauen. Aber eben leider nur, wenn man die Dinger in die Luft sprengt. Und das ist ohne Kopfgeldjäger oder... Entschuldigung. Scheiße. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Das ist ohne Kopfgeldjäger oder Selbstzerstörung schwierig. Verdammt, zum ersten Mal gehustet in einem Let's Play. Verdammt. Und eins sage ich euch, ich kündige jetzt gar nicht groß an, dass ich es rausschneide, weil ich eh nicht dran denke. Müsst es mir verzeihen. Hier, oder können wir es doch jetzt schon zusammenbauen? Ich weiß es gar nicht, ich glaube aber nicht. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Teile dazu. Oh doch, wir können es jetzt schon zusammenbauen. Ich dachte beim ersten Mal, als ich es zusammengebaut habe, dass es irgendein Tier ist. Bin voll erschrocken. Aber es handelt sich nur um eine T16, um ein T16 Lufthüpfer, mein Gott. Nein. So, da fliegt er. Und er wird nie mehr gesehen. Mit den Dingern hier zu fliegen ist übrigens auch echt witzig. Mit denen kann man so geil driften. Hm.
Oh, und ich sehe schon, wir müssen kurz zurück und Luke holen. Ach, das andere Ding folgt uns übrigens, ohne Fahrer. Wir müssen kurz Luke holen, aus einem Grund, den ich euch gleich nennen werde. So. Bumm, schön, dass hier mal ein bisschen uncrashen. So, wir müssen nämlich hier gleich mit so einem Blaster-Seil hoch und das hat bekanntlich nur der junge Herr Skywalker. So, drittes Minikit. Nein, viertes schon. Wow. Ist in dem Level mal richtig viel. So. Ein paar Schlenker drehen. Das ist so witzig. Naja. Und vermutlich auch so langweilig für euch. So, erstmal noch ein bisschen was kaputt machen. Und jetzt kriegen wir es, glaube ich, gleich mit Sandtruppen zu tun. Oder wie die heißen. Wüstentruppen wahrscheinlich eher. Jetzt sehen wir professioneller an. So, hier wächst übrigens im Hintergrund eine Brücke hoch. So dass die anderen Freunde auch noch zu uns hier rüberkommen können. So, da sind tatsächlich die. Ich weiß nicht, sind das Wüstentruppen oder. Ich glaube, sie heißen Sandtruppen in dem Spiel, aber. Und die grünen Viecher meinte ich übrigens. Die sind auch. Also die sind super. Auch eine absolute Leidenschaft von mir. So, dann schön Obi-Wan hier den Zaun zerstören. Braucht der alte Mann doch nicht mehr. Greift doch eh keiner an. Aber sein Rasenmäher reparieren wir ihn. Das ist das Wichtigste. So. Was hat denn der hier alles im Garten rumstehen? Gibt's ja gar nicht. So, dann mähen wir doch gleich mal den Rasen oder was man immer mit diesem Ding hier macht. Ja, komm. Huch. Ach nee, nicht schon wieder dieses Gamepad. Alter, das regt mich auf. Wahrscheinlich regt es euch vor allem auf. So, jetzt weiß ich aber, wie man es macht. So. Stopp, stopp. Huch, jetzt bin ich C3PO. Ich bin noch nicht fertig mit mähen. Ich brauche echt mal neue Batterien. Was hat es jetzt gebracht? Nichts, wirklich nichts. Klasse. Oh. Hier rechts seht ihr übrigens die Socken von Obi-Wan und den Umhang und auch so eine Ersatzkapuze. Jetzt gehen die Sprenkler. Ah, shit. Vielleicht hätten wir erst mähen sollen, wenn die Sprenkler hier an sind. Keine Ahnung. Mehr als Geld wird es nicht gebracht haben, deshalb. Kann man das hier glatt verschmerzen? So, hat's denn hier hinten noch was? Ich glaube nicht. Doch, wir können noch ein bisschen buddeln. Ah, da können wir die Kiste hier vervollständigen. Bumm. Und da kommt völlig überraschenderweise Geld raus. So. Und die sind echt süß, diese grünen Dinger. Wie auch immer sie heißen mögen. Dann nehmen wir hier mal Aufstellung ein. Aufstellung ein. Keine Ahnung. C3PO fehlt. Wo ist der schon wieder? Jetzt kommt der nicht an dem Viech vorbei. Ich glaube, ich drehe durch. So. Jetzt habe ich es umgeparkt. Hallo? Luke, steh doch drauf, du Depp. Okay, jetzt ist Luke zu blöd. So, endlich. Zack. Und hinein. Wenn die Tür irgendwann noch aufgeht. Das ist auch so geil. So genau wie man die Lego Figur. Oh, das ist auch das Geilste, was der alles in seiner Schublade, in seiner Truhe drin hat. Gut, Becher ist normal. Funkgerät, okay. Boba Fett's Blaster, okay. Und ein Laserschwert. Oh, das ist so nett. So, Level abgeschlossen. Wir haben freigeschaltet. Luke Skywalker, Tatooine, Ben Kenobi.
Ja, das war's. Zack. Und 1 und 2 und 3 und 4. Das sieht man auch, was es gibt. Und pünktlich mit dem Levelende endet auch diese Folge. Dann müssen wir unsere Shoppingtour leider auf nächstes Mal verschieben. Aber ich hoffe, da seid ihr alle wieder dabei. Und ja, dann sehen wir uns dort. Bis dahin. Tschüss. Bye bye.